Da es bei uns heute immer noch total drückend schwül und heiß war, gab es mir heute Abend was Kaltes und ich habe mir nochmal die Bruschetta Bowl gemacht. Dafür habe ich 400 Gramm Tomaten klein geschnitten. Wie beim letzten Mal auch schon, habe ich da eine Mischung aus den Dolcita Tomaten von Rewe und normalen Romaristen Tomaten genommen. Dann habe ich noch eine Knoblauchzehe zerquetscht und 10 ml Öl drüber gegeben, genauso wie ein bisschen Salz und Pfeffer. Außerdem habe ich das noch mit ein bisschen Schnittlauch ergänzt. Wie ihr wisst, ich mag keine Zwiebeln, aber die Kombination von Schnittlauch und Tomaten finde ich richtig lecker. Außerdem habe ich noch ein bisschen frisches Basilikum klein geschnitten und dazugegeben und das Ganze dann schon mal umgerührt. Danach nehme ich mir zwei so eine Toastscheiben von dem Kölner Balance Toast von Harry und schmeiße die in die Heißluftfritteuse, um mir da selbstgemachte Croutons draus zu machen. Dann kommen noch 35 Gramm Grana Padano oben auf die Bowl drauf, genauso wie die selbstgemachten Croutons. Und dann habe ich auch noch ein bisschen von der Balsamico-Creme von der Rewe Eigenmarke drüber gegeben. So sah das Ganze dann aus. Ist super schnell gemacht, super lecker und das habe ich mir dann auch schon schmecken lassen.